willkommen zu einer neuen Folge. Okay, nun, es gibt sowas wie einen geheimen Freizeitpark, der unter den Nivaland versteckt ist. Ein geheimer Freizeitpark? Er ist mit der neuesten Technologie in Sachen modernen Training ausgestattet. Wir wollten uns in Form bringen und bevor wir es bemerkt haben, haben wir unglaubliche Fähigkeiten entwickelt. Eine geheime Untergrundeinrichtung? Könnte dies das Versteck der Alice sein? Ja, das würde Sinn ergeben. Schließlich müssen sie sich zwischen ihren Angriffen irgendwo verstecken und trainieren. Zoe, wir brauchen deine Hilfe. Kannst du uns dahin führen? Was? Warum sollte ich? Du hast hier Nerven. Mark, wie wäre es, wenn Erik für uns fragt? Los, Erik, tu es für das Team. Silvia, du gehst mir jetzt auch damit auf den Wecker? Schon gut, ich mache es. Zoe, weißt du, es ist so, meine Freunde und ich wollen diesen geheimen Freizeitpark wirklich gerne sehen. Oh, Liebling, ich liebe es, wenn du meinen Namen sagst. Weißt du, hat sonst noch niemand den Hochzeit, bei der die Hochzeitsglocken läuten? Hochzeitsglocken? Ja, ich kann sie laut und deutlich hören. Komm schon, Erik, wahre Liebe kann man nicht aufhalten. Scott, sei nicht so gemein. Wo auch immer du hingehen möchtest, ich werde dir folgen, mein süßer Prinz. Zoe, das ist unser geheimer Ort zum Abhängen. Du kannst dorthin keinen Jungs mitnehmen. Entschuldigt, Mädels, die Dinge haben sich geändert. Ich habe die Liebe meines Lebens gefunden. Ihr freut euch doch für mich, oder? Eine für alle und alle für eine. Das ist der Weg der Triple C. Also gut. Zoe, wenn du dich verliebst hast, dann unterstützen wir dich natürlich. Aber Zoe, was ist mit mir? Oh, stimmt. Das habe ich ja ganz vergessen. Warum hast du noch mal geweint? Meine streng limitierten Namiva-Land-Schokolade wurde gestohlen. Ich habe mich so darauf gefreut, sie zu verputzen. Schokolade? Oh ja, natürlich, deine Schokolade. Die Sache ist die, sie sah so lecker aus, dass ich nicht widerstehen konnte und sie irgendwie gegessen habe. Ach. Du hast was? Aber Zoe, konntest du das noch tun? Naja, ich habe reingebissen, dann nochmal und dann von dann ging alles von alleine. Ich kaufe dir neue, in Ordnung? Na, das war ja viel Lärm und nichts. Das wäre dann gelöst, endlich. Also gut, ich zeige euch jetzt den Eingang zu diesen geheimen Einrichtungen. Na los, Süßen. Mein Schatz und ich werden für immer zusammen sein. Ist klar. Ey, bekomme ich jetzt mal eine Entschuldigung von dir? Und die braune Schlampe geht weg. Clowns Gesicht. Wer bist du denn? Folge so jetzt zu der geheimen Einrichtung. Entschuldigung. Ich will mal das gerne mal wissen. Teamgeistpunkte. Was sind Teamgeistpunkte? Spezialtechniken. Wer hat jetzt was gelernt? Das will ich jetzt mal wissen. Ein scharfer Drehschuss, der eine gewaltige Erotik. Oh. Drachenwirbel. Für Wettgegner. Okay. Warte, ich kann jetzt da durch, oder? Ich will an diesen fucking Schatz ran. Moment, das hier ist die Geisterbahn, oder? Und hier soll es ein geheimes Trainingszentrum geben? Komm einfach mit uns und sieh es dir selbst an. Ah! Komm, mein Süßer! Donnerwetter! Eine Treppe an solch einem Ort! Das hast du nicht erwartet, oder? Dies ist der Eingang zur geheimen Trainingseinrichtung. Komm, Schätzchen! Ich will gerne die Truhe haben. Zuerst müssen wir das hier aktivieren. Kannst du mir kurz helfen, meine Kuschelhase? Oh, meine Knie werden schon ganz weich. Ich unternehme etwas mit meinen wahren Lieben. Ja. Okay. Jetzt müssen wir den Weg zurückgehen. Wir müssen den gleichen Weg zurückgehen und von dem wir gerade gekommen sind. Aber dank diesem mysteriösen Gerät enden wir nicht draußen. Wir werden in einem Raum voller Maschinen gelandet. Also los, versucht es mal. Ja. Warte, wieso haben wir das jetzt aktiviert?
selber steuern, okay. What the fuck? Die Stadionbürste. Geiler Name, was ist das für eine Aufstellung? Ich glaube, ich habe keine gute Chance. Mit der Aufstellung nicht. Grätschen. Schießt du mal, mal sehen. Wieso habe ich diese Behinderten? Wieso habe ich diese behinderten Spieler? Das geht doch nicht, Mann. Eben mal, vielleicht klappt es ja. Ich hoffe es. Sonst habe ich die Arschkarte. Du willst mich doch gerade jetzt verarschen, oder? Freimann! Wieder ein Hitlergruß. Das ist doch ein schlechter Scherzer, richtig. Spieler. Wieso sind die alle hier draußen? Was soll ich mit diesen Versagern? Ganz ehrlich, was soll ich mit den Versagern? Ist Dornwall schon Level 20? Ja, die leveln ja alle schon mit. Gut so. Das erwarte ich auch von meinen Spielern. Aber ich verstehe... Ah, eine Truhe. Cleverstein. Aber ich verstehe diese Logik nicht, warum wir das so... Warum wir das vorgemacht haben? Okay, Sonnenuntergang. Und wir landen jetzt... Wow, wo sind wir? Müssen wir nicht wieder draußen sein? Wir sind doch durch dieselbe Tür gegangen, durch die wir gekommen sind. Ist das so etwas wie eine Rezeption? Sieh dir das mal an, Mark. Es ist ein Fußball. Ein schwarzer Fußball. Das ist der Beweis. Alice hat hier trainiert. Als wir das erste Mal hierher kamen, war es sehr dreckig und staubig hier. Aber wir haben hier nicht richtig sauber gemacht. Wenn ich so darüber nachdenke, sollten wir dafür Geld von Alice bekommen? Ha, dieses Mädchen hat auch von gar nichts Angst. Wenn alles verstopft war, dann kann es nicht sein, dass Alice diesen Ort in letzter Zeit besucht hat. Aber warum halten Sie diesen Ort intakt? Haben Sie vor, ihn wieder für etwas zu verwenden? Naja, das wissen wir nicht. Gehen wir einfach runter und schauen uns diese Einrichtung an. Ist das ein Fahrstuhl? Schön schon. Wo sind wir? Hier also trainiert die Alias Academy. Unterirdische Trainingszentrum von Alias. Ausgerechnet hier. Oh, ist das nicht aufregend? Seid ruhig. Hat die Alias Academy hier wirklich trainiert? Ja, und es hält uns nichts davon ab, hier ebenfalls zu trainieren. Wir müssen so stark wie sie werden. Wow, dieser Ort ist fantastisch. Los, warum hängen wir hier noch rum? Hey, denkst du etwa, ihr könnt hier trainieren? Hier hängen wir ab! Los, Erik! Bitte, meine Schöne! Oh, wenn du mich so lieb bittest, kann ich ja gar nicht Nein sagen. Ich tue doch alles für meinen Zukünftigen. Ich hab's! Ich komme mit euch! Auf diese Weise kann ich auf meinen Schatz aufpassen. Lass uns gehen!
so anhänglich sein? Ist die aber penetrant. Hast du aber ein Glück, Erik. Komm schon, Leute. Muss ich das mit ihr ganz allein machen? Diese Einrichtung muss ein Teil ihres Plans sein. Nina, stimmt das was nicht? Oh nein, alles klar. Evans, nutze diese Einrichtung so gut wie möglich. Absolviere als erstes eine der Trainingseinheiten. Im Moment gibt es keine Zeichen von Elias, aber seid auf der Hut. Sie könnten jederzeit auftauchen. Verstanden, Trainerin. Los, auf zum Training. Mark, zuerst sollten wir zurück an die Oberfläche gehen und jedem Bescheid sagen, was hier los ist. Ich werde alle Mittel ausschöpfen, um das stärkste Team des Landes zu formen. Also, wenn ihr in der geheimen Einrichtung trainieren wollt, dann müsst ihr ja einfach die Maschine da hinten verwenden. Okay, alles klar, dann startet das Ding. Ein neues Trainingszentrum, spezielle Trainingsprogramme verbessern die Fähigkeiten des gesamten Teams. Oh, ich hab die jetzt auch in der Truppe. Hier ist die Susette Hartland. Okay. Ich glaube, ich habe jetzt meinen guten Trainingsort gefunden. Am besten probieren wir diese unterirdische Trainingsanlage so schnell wie möglich aus. Diese Susette hat ganz schön Schneid. Der arme Erik wird etwas überfordert. Oh Schatz, ich liebe es, wenn du so rot wirst. Okay, trainieren wir mal ein bisschen. So. Was steht da? So, Trainingsprogramm startet. Wähle ein Trainingsprogramm aus. Erhöht die KP und TP. Offensiv. So viel Glück, okay. So, das hatten wir doch im ersten Teil auch schon. Ey, das hatten wir doch im ersten Teil auch. Und wer sind diese Menschen? Drehschuss, plus eins. Ich glaube, ich werde hier sehr oft trainieren gehen. Weiter so, Raimund! Okay, erfahrungspunktemäßig kriege ich sehr wenig. Irgendwo hat sich eine Tür geöffnet. Ach ja, man muss ja aussuchen, wo man hingehen will. Ah. Ich gehe mal jetzt mal ganz so. Mineralwasser. Okay, jetzt können wir glaube ich anscheinend nach oben. Ja, wir können jetzt nach oben. Das will ich mal wissen, das will ich mal jetzt testen. Ach so. Der sieht hammer aus. Den habe ich auch noch nie gesehen bisher, glaube ich. Ja, Mann. Ich mag Janus. Okay. Irgendwo hat sich eine Tür geöffnet, geht klar. Hier ist eine Truhe anscheinend. Nein, hier ist Gegner. Und wir sehen uns im nächsten Part.